And now you're missing me. Ich glaube, ich spiele eine Runde Aatrox. Oder? Ich meine, müssen dafür nicht wirklich Führerband noch Arthros gegen Führer spielen. Und eine X-Point für deinen Sub willkommen. Danke dir, Bro. I'm glad you disappeared. Wie geht's dir denn so? Ey, mir geht's super. Danke der Nachfrage, Thea. Heute wird auch ein schöner Tag. Carsten nachher noch die Prime League wieder. Das heißt, es wird auch ein langer Tag. Aber ich freue mich, noch ein paar Stunden streamen zu können. Muss wahrscheinlich so 4 bis 5 Stunden werde ich schaffen zu streamen. Danach muss ich los. Und dann caste ich heute für euch die erste Runde der Playoffs. Bis vielleicht zu 23 Uhr irgendwas. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht werden es ja nur 3 Games. Mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. So, ich würde eigentlich Aatrox spielen, habe überlegt, ob ich Führer bannen soll. Dann spielen wir jetzt gegen den Aatrox, der Führer bannt. Hat einen gewissen Humor. Was will ich dagegen picken? Gonar. Matchup Practicing ist geil. Und wir haben ja heute schon einen Win mit Gnar gehabt, da haben wir den Losstreak durchbrochen, das ist auch geil. Passt einfach gut in unsere Comp rein, um ehrlich zu sein. Besser als sowas wie Irea zu picken und dann angreifbar zu sein, während wir für Botlane spielen wollen. Ist einfach ein besserer Champ. Nein, der Greenix. Schön für deinen Support, Mann. Willkommen. Danke dir, Bro. Vielen Dank für dein Twitch Prime. Es sei nun mein. Ist Maus gegen Big Best of 5 oder Best of 3? Alles ist Best of 5. Chokackt Aatrox so hart. Ich glaube, du wolltest Zack schreiben, hast aber aus Versehen ein C vorgemacht. Denn Cho'Gath ist ausgebrochen scheiße gegen Aatrox. Aatrox ist ein alter Hardcounter zu Cho'Gath. Du kannst nämlich nicht spielen mit Cho'Gath gegen Aatrox. Ich glaube, das hast du dich verschrieben, Matt. Never say goodbye. No more lies. Ja, es ist schon Graves Midlane, richtig? Und Aatrox top. Na, die könnten auch geswappt haben. Hast du den Twitch Prime verdient? Dank dir immerhin mal nach dem Platin geclimbt. Ey, Glückwunsch, Quinix, für Platin. Komm, gib dir auch selbst Credit. Ja, vielleicht wirst du einiges aus meinem Stream mitgenommen haben, aber die hauptsächliche Last hast du gestemmt. Und der Wellplatter nicht. Und Glückwunsch zu Platin, Mann. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Hoffentlich wirst du noch weiter climben. Oder vielleicht, wenn du schon happy bist, dann ist ja auch fein für dich, so da zu verweilen. Welcher Champ braucht am nötigsten ein Rework? Aus meiner Sicht wäre Tryndamere ein gutes Rework gewesen, aber ich glaube, die meisten Leute haben für Skarner gewotet. Ich meine, Tryndamere ist ein sehr starker Champion aktuell, aber sein Kit ist halt einfach lästig. Also sein Champions-Kit selbst ist einfach outdated as fuck und kein nicht gut designt. Ist einfach halt einfach sehr, sehr alt. Welcome to Summoner's Rift. Ey, danke dir, Boldorian, Twitch, für deinen Sub bekommen. Danke dir, Mann. Instead of wondering why. In der Mitte drin, wenn man mit Ult auf 2 verliert, sind kleiner als ein AD. Das ist falsch, Black Pounder. Weil du ja Punkt in E machst, du musst den Schaden, den du mit E verlierst, ja auch einberechnen. Der Punkt in E gibt dir Cooldown, mehr Base Damage. Not bad zu haben. Dann musst du auch, ne? Bedenken, dass du auch AD wegnimmst mit dem W und der Slow größer wird und so. Dann nicht nur der Punkt in Ult, den du hast, sondern auch die anderen Spells, die du verlierst. So. Wollen wir kurz aggressiv spielen? Gegen einen Aatroxios. Masterplan. Blade oder D-Shield? Worauf läuft's hinaus bei dir, Bro?
B-Shield. Einer von denen bist du also. Ja, das ist natürlich objektiv horrible, von den ersten Outtake gecancelt zu haben. Objektiv horrible, der Trade. Hätte niemals so passieren dürfen. Dann noch den Minion auto-attackt. Er wird mehr so stand als ich mit Durans Shield. Ich habe halt relativ geringe Life-Region-Werte. Und Aatrox auch, aber dafür hat er die Shield. Um das anzuheben. Aber naja, wir haben Tales of Blood und Grasp, können ab und zu hier auf jeden Fall traden. Sehr geil für mich, da Grass zu bekommen und den ganzen Damage meines Es. Oh, dass ich da so reingebaut und geblockt werde. Was zur Hölle? Das war wild. Ist dann die dritte Q reingebaut, geblockt zu werden, das ist frech von Rito. Und dann die zweite Q oder was auch immer das war. Was ist dieses Botan, also dürfen wir weiter belagern, funktionieren. Ah, weil der gerade geätet hat, kann ich nach vorne laufen und seine Q sidesteppen. Gegen Grasp und Test of Blood. Aber er hat eine All-In-Kombo mit seinem QW hier. Müssen wir durchaus respektieren mit meinem Hop. Nicht zu spät hoppen. Vielleicht wieder Test of Blood ready. Er benutzt seine Q und seine E, also muss ich nicht mehr respekten. Geil. Hat nicht ganz Test of Blood mit der Q da ausgelöst. Das ist fein. Danke dir GGX für deinen Sub und danke auch an Fire Otaku. Während ich Subs vorlese, muss ich weghüpfen. Ist auch geil. Einfach gerade auslaufen, I think. Muss leider flashen, tatsächlich. Gerade, Mann. Ich habe predicted, dass er einfach versucht, dass er predicten würde, dass ich dodgen würde. Deswegen habe ich gesagt, einfach gerade auslaufen. Aber ja, Level 2 Thresh King Toplane. Ist halt so für mich so kurios gewesen. Riot Games Argumentation war ja, der Grund, warum sich die P genervt haben, ist, weil sie wollen, dass das Game in Etappen stattfindet. Und das nicht Toplane sofort impacten kann und so. Aber alles, was Supports machen, gerade auf ADC-Level, ist Roam. Keiner ist Botlane. Das heißt, wir Toplaner sind quasi Lane Stark, aber für Supports applied die gleiche Logik nicht. Weil die haben ja gesagt, die wollen, dass man, dass man seine Skills in Landing Phase beweisen darf auf Toplane 1v1, auf Botlane 2v2, ohne dass alle Botlane quasi tippen im Early Game. Aber es passiert einfach nicht. Alles, was passiert ist, Supports können halt Roam und Toplaner können nicht mal mehr tippen. Und dann aus irgendeinem Grund sind die Carries immer höheres Level als ich. Also nicht höheres, aber gleiches. Ein bisschen verwirrend ist, weil Riot Games Logik da nicht aufgeht. Naja. Lernt sich da Flash zu verlieren. Müssen aber natürlich den Gank respektieren und hab versucht zu outplayen, indem ich einfach nicht dodge. Aber Thresh war in meinem Kopf drin. Wollte an ihn, schon Hook. Gut gesetzt. War ja quasi ein Mindgame in der Situation. Kostet mich mein Flash und kostet mich Glück im Leben. Wir dodgen schon sehr gut seine Qs. Mega nice. Außer die ich reingebaut, die blockt wurde, lol. Macht leider Damage gegen, ist gerade nicht so relevant, weil er eh noch Recon TP'en kann. Honestly, das war nicht gut für mich. Er hat Flash Advantage. Aber könnt ihr auch für mich zu ganken? Ich bin tot, I think. Flash ist auch noch hier. What this shit, Mann? Aber richtig von mir. Move sieht auf den Minion zu procken und dann loszurennen. Und ihr müsst immer hinter euch queuen, weil Master hier hinter euch ist, aber wird einfach rausgelannt. Und also, ja, werden einfach gegankt. Alle dürfen auf der Map spielen, bloß der Toplaner nicht. Der muss Toplane verwahren und verweilen und gegankt werden und es mit sich passieren lassen. Ich hasse diese Meta. Dass die TP genervt haben mit der Logik und diese Logik einfach nur auf Toplane zutrifft, aber nicht für andere Rollen. Weiß nicht, wie oft ich diese Season schon von Supports gegankt wurde, einfach runtergerannt. So häufig, es ist so crazy. Und währenddessen ist immer Botliner 1v1 irgendwie. Und Eddie Carry ist dann gleiches Level wie Topliner. Obwohl der Support irgendwie trotzdem 4 Level irgendwie bekommen hat. I don't understand this shit, aber es ist, was Riot Games will. Und danke dir Björn für deinen Prime und danke an The Shepherd. Vielen, vielen Dank für den 20. Danke euch. Immer der Aatrox geflasht. Das ist auch was wert.
bin trotzdem ziemlich fucked jetzt. Laufen hinter ihn, aber ich meine, ich habe so keine Chance mehr zu spielen. Ich bin einfach dead. Actually hat keine Q noch nicht ab, aber. Ne, gut, ich bin einfach tot. Nice. Ihn rein zu sidesteppen war wichtig für seine Dingens. Seine zweite Q. Heißt, der Master Yi die Wave nicht fix oder thrash, dann ist es gut für mich. Die Wave slowpusht zu mir. Sehr, sehr gut. Arthos verliert deutlich mehr als ich und ich krieg einen Solo-Kill an EXP. Er auch, aber ist besser für mich, weil die Wave bounced. Geil! Das war wichtig. Aber shit ist lästig. Also, wir müssen einfach akzeptieren, dass uns Dinge widerfahren. Das ist eigentlich nicht meine Fantasie. Meine Fantasie in meinem Videospiel ist eine Dominante. Ich will dominieren, aggressiv spielen und den Ton angeben. Und nicht darauf warten, dass Leute mit mir machen, was sie wollen und ich darauf reagieren muss. Aber such is life. Ich habe auch sehr viel Farm verloren. Ich werde Wave niemals freezen, aber ist auch kein Problem. Ich bin jetzt sogar in XP vorne. Das nach den beiden Dives. Oder beziehungsweise beiden Thrash-Gangs, Master Yi-Gang. Not bad at all. Aber trotz der Ressourcen, die wir investiert haben, bin ich jetzt vorne. Was ja auch ziemlich cool ist. Wenn wir es schaffen, den Onslaught zu überstehen und nach vorne zu schreiten. Nice. Hat sich Level 7 vom Midlane geholt, der Aatrox. Dreist. Hier kannst du mal hochkommen. Ey, danke, der Sand bei Hunter 69. Fühl ich. Soll er wirklich machen. Würde ich auch extrem fühlen, aber ist fein. Ich bin auch 1v1, okay. Aber bis jetzt war es ja nicht 1v1, sondern wurde halt zweimal G3-Mann gankt. Also, ne. Wird doch Obama. Aber wir haben Fage gekauft. Sehr geiles Item. Macht so viel Heilungseffekte. Zap nach vorne. Gegen seine Qs. Wir lösen Taste of Blood und Grasp aus, was nice ist. Ich mag aber auch, wie Arthur spielt. Der spielt aggressiv und nicht passiv. Wenn wir das Matchup hier auch ausreizen. Also ich habe eine ziemlich coole Dynamik hier auf Toplane. Thresh ist schon wieder weg. Der hat auch Gank-Timer auf mich. Aus irgendeinem Grund darf er das ja alle jede Minute machen. Muss also ein bisschen respektieren. Lane Gank mit Master Yi. Wenn der Thresh ihn reinlantern würde, wäre halt super insane. Wir haben halt beide Movements mit Buffs, ne? Aatrox und Master Yi. Und relativ easy auf mich raufchasen. Also noch keine Seelen und ready gewesen. Sind wir jetzt da gedoublekillt. Which is quite the bummer. Also ein bisschen XP vorne, aber nicht wirklich bedeutend. Und gerade geht triple killed in Midlane. Das ist sehr, sehr bad. Mann. Den Drake haben wir auch noch verloren. Yikes. Ist wieder hier, der killt meine Vision wahrscheinlich im nächsten Schritt. Mein Pinkwort hinter sich. Ah, die kriegen einfach alles auf der Map, oder wie? Sind die so insane? Komm, was ist das für eine Scheiße? Oh! Ja, da der Flash. Und ich hätte nicht mal den Double Buff, den nimmt sich ein Lulu. Dafür kriegt sie einen Double Spamping. Warum nimmt sie nicht den fucking Double Buff? Ich werde das ganze Game gegankt. Ah! Und den Free Kill. Der wird sich gesnackt von unserer E-drückenden Lulu. Bro! Ja, wir haben Seelenholt, das ist fein. Ich finde es. Call him off. Nice. Er hätte Laterne nehmen sollen, aber er wollte Reset kriegen, glaube ich. Aber er kriegt niemals einen Reset gegen Seelenholt, also einfach dumm von ihm. Ah, ich will nicht wirklich recallen. Ich brauche noch ein bisschen Gold für mein Item. Ey, ist nicht sein Drecks ernst. Ich hasse dich. Ich hasse dich aufrichtig, Thresh. Master Yi ist auch noch. Ich hasse euch beide. Ey, ich fass es nicht. Er hat kein Flash, das sollte fein sein. Ah. Leute, ey. Lasst mich in Ruhe! Kann er auf in Top zu lane? Was ist das für eine Meta? Alle dürfen roam, nur der Top-Laner nicht, oder was?
Riot Games schreiben trocken ernst in ihre Patchnotes rein, dass sie wollen, dass Laning Phase relevanter ist, deswegen ist Botnet DP nicht erlaubt und ich nenne immer gegen den Support. Hä? Wo ist da der rote Faden in der Logik? Wenn es ein Referat wäre, würde man dafür wahrscheinlich keine gute Note kriegen. Riot Games? Denk mal drüber nach. Danke, Bro, für deinen Gank. Das hat sich auch nicht den Kill gesnackt, was ich appreciate. Dann mein Support auch mal Top-Lane. Geil. Guck mal, wer hat der Minion? Der ist einfach so Minion-Block von seinen eigenen Kumpanen. Auch geil. Naja, jetzt hat er ja trotzdem super weit nach vorne gekommen in Top-Lane. Von daher ist all good. Bloß kurios. Aber all good. Also die komplette Wave sterben, bevor wir den Turm nehmen. Leider nicht first turret, weil mit dem bereits am Herald gestorben ist. Tabi ist ein super OP dieses Game, gegen alle bis auf Vex. Aber es sollte fein sein. Man hat das nicht wirklich freezen auf einer Cannon Wave. Bauen uns jedes Mal. Und sie Level 10 von den Wölfeln holen. Die Wölfe können auch diverse Items droppen, ne? Das wäre extrem geil. Ich bräuchte eine Träne. Und Giant's Bad für Redemption auf meinem Cho'Gath. Let's get it. Na, wahrscheinlich soll ich dazu moven. Einfach nur Rage von Wölfen holen. Je nachdem, wie lange der Fighter geht. Ich habe jetzt gute Rage von den Wölfen bekommen. Haben wir gerade extrem schlecht die C-Chain benutzt. Gut, dass ich da bin, Jungs. Ich hab euch. Polymorph und Helgrim Ult zeitgleich ist natürlich sehr, sehr dumm. Bacon 30. Hätte für den Drake wahrscheinlich nicht zur Stelle sein können. Minule einfach mit Schild. Nun denn, wir sollen eigentlich zum Drake runter rotieren. Hat die P ab. Das ist alle sehr, sehr spät. Sowohl Hekarim, als auch Zulu, als auch ich sind alle nicht in Position. Wir machen auch kein Crossmap-Play. War schon bad von uns. Wir machen gar nichts. Guck einfach nur zu. Ah. Nice. Ich meine, es hat Hekarim, Lulu. Aram zu spielen ist super gut. Es ist actually Hekarim, Lulu und Zillion. Ja, wir müssen Aram spielen. Die sind ja alle so fast. Ceri, Hekarim. Und auch ich eigentlich in der Theorie, wenn ich gespeedet werde. Mit meinem W-Buff. Aber ja, Drake abzugeben für Basil die nächste ist nicht so worth, wenn wir dann wieder den Kill bekommen. Und gleich anderthalb Level vor Aatrox. Noch die Wave, damit ich Level 11. Er wird auf der Wave hier Fußes Level 10 werden, also. Ziemlich gut für mich. Ja, dieses Dreiergespann muss sich halt gemeinsam auf der Map bewegen. Schöner Dodge von Hekari, von Master Yi. Er wirft straight by the Potion sein. Interesting. Oh, ich werde Minion blockt in den Turm hinein. So you have torn this world apart. I am Aatrox and I am the world. And ich sollte aufpassen. Master Yi wird euch Topside sein. Braucht noch ein paar Momente, aber nicht mehr lange. Wird Master Yi seine Crux contesten wollen, sonst sind die nämlich mein. Ja, sie sehen ja danach aus, wie Aatrox moved, Herr Postchat. Naja, war sehr eindeutig auf der Körpersprache zu erkennen. Wie Aatrox gepostchat hat.
Aram-Engel oder was ist hier? Was? Ich hab über ihn rüber und in der Sekunde dreht er sich um. Dreister Herald. Ja, ich mache halt den Herald weit langsamer als Mega als Mini, ne? Wenn der Blow dabei ist, wo du bist. Wenn ich den kriege, habe ich Top-Land-Turm für 800 Gs, da würde ich mich sehen. Lol, guter Steintolken, lol. Ey, wenn jetzt hier vorbeigekommen wäre, um den zu smiten, dann hätte ich es aber gefühlt. Ach, wir können nicht verlieren, wenn sie ihn das mit Ult. Keine Resets für Master Yi oder für Aatrox. Oh, das ist eine sehr schlechte Ult. Jetzt können wir verlieren. Aber es ist halt, diese Kombo ist halt so OP. Was Turm nehmen, nur? Hallo, Team! Okay, ich habe kein Damage, weil die da sind. Und deswegen habe ich keinen Heilbreaker-Buff. Aber wir nehmen auch den Turm. Achso, ey. Ich hasse die Action nicht, aber es war nicht smart. Anyway, wir haben Herald. Wir können einfach Botnen gehen und alles nehmen. Aber wir sollten schon für Herald, für Drake langfristig arbeiten. Also, sollte ich eher Topside verweilen. Alter, mein Magen hat gerade so gegrummelt. Ja, yeah, aber das ist halt ein Problem, wenn wir schlecht sehen ulten, kann es halt passieren, wenn der Gegner gut spielt, dass sie einfach ein C1 hitten, Aatrox und Master, die kriegen beide Resets und dann können wir theoretisch verlieren. Immer noch sind wir extrem favored, aber es ist nicht komplett eindeutig. Die Gegner haben schon guten One-Shots, gutes One-Shot-Potenzial. Mit diesem Lethality Graves, aber auch der Vex, wenn die jemanden gefeiert bekommt, gerade den Seelen, weil der ist ja unsere größte defensive Absicherung. Klar, Lulu irgendwo auch, aber Seelen ist wichtiger. Vielleicht stimmt das gar nicht, vielleicht ist Rulu actually sogar wichtiger. Einfach niemand Toplane oder was? Dann nehme ich einfach den Turm ohne Herald. Nein, actually, ich sollte einfach dann zwei Türme nehmen. Oder ich sollte rein tippen. Ich bin gerade Minina geworden. Das heißt davon Serie gegen den 4. Bitte nicht, bevor ich sterbe! Oh, gerade so jetzt. Oh, ich habe so gedodged die Vex. Wir kriegen Top-Land auf jeden Fall noch einen zweiten Charge durch. Das ist gut. Und Serie dived aber die Base jetzt. Und ist sie tot oder kriegt sie's? Oh mein Gott, sie ist so fast! Pentakill! Na, Solo Drake? Ja. Mach ich kurz. Kein Problem, Bro. Ich bin 1 HP. Dann hätte ich den Drake machen mit Ciri, aber kann ich vielleicht auch Solo, wenn ich die Wave unten habe und Megana war. Not bad. War ein wilder Fight, schönes Sidestep. Gerade Ciri Sidestep gegen Vex, dann mein Sidestep gegen Vex. Der Play war auch richtig, was ich Toplane gemacht habe. Viele korrekte Plays. Und dass sie mit dem Pentakill belohnt wird, ist auch in der Draft natürlich irgendwo nachvollziehbar. Ich glaube, Ciri in so einer Movement Speed Draft zu spielen. Mit Engage, Tank, Hecarim. Off-Tank, Bruiser nah und vor allem halt den beiden Speed Buff Champions halt so angenehm. Haben wir auch in Clash gespielt mit Broxah, Cookie, No Way und Latirus. Aber da hat Cookie ein bisschen gegrieft mit seiner Ciri. Diese hier macht er gute Work mit dem Movement Speed. Ach, könnte niemals machen. So. Muss nicht mal hingucken, um zu wissen, dass das Grief von denen ist. Bam! Das ist ein Thresh, hütte den Thresh. GG. Als weiterer Win mit Gnar. Oh yeah! I'm twisted. I'm broken. You can't fix it. Ja, gutes Game. War einfach eine ziemlich geile Draft. Deswegen haben wir auch nah gepickt, einfach. Als soliden Blind Pick. Oder nee, ich war gar nicht Blind Pick. Ich habe gegen Aatrox gepickt, weil wir genau wussten, Ressourcen werden. Ich werde halt gegankt werden. So, wir wurden halt viel gegankt von Thresh und Master Yi.
Aber es ist fein für nah. Ich habe es auch größtenteils auch playen können. Weil man noch stärker als Aatrox. Und dann bam. Aber wir später andere Carry-Positionen. So sollte es ja auch sein. So, ich bin kurz auf Toilette, Chat. Be right back fast. Bis gleich. Deine Zero Kill Frog für den 7. Welcome back.